you don't have to plank here. Arrrr. Everybody plank here, life matrose. Hallihallo und herzlich willkommen auf Doms Anker Channel. Ihr befindet euch heute am Sonntag am Doomsday. Wir spielen nachher einen Doom-Mod, der nennt sich Golden Souls. Und wir spielen ihn natürlich auch normal. Man muss ja nicht übertreiben. Wenn ihr euch hier mal umguckt, was fällt euch auf? Verblüffende Ähnlichkeit mit Mario 64, vollkommen richtig. Und dieses Thema setzt sich auch durch die ganzen Maps weiter fort. Wie ihr unten links sehen könnt, haben wir goldene Münzen, rote Münzen, Lebensenergie, Schild, Munition, Doomfaces und Sterne. Mit den Doomfaces kann man dann in so Sondergebiete rein, wo man halt, denke ich, Sonderwaffen dann kriegt. Und ich spiele eine Runde Darts, Peng. So. Und dann direkt hier mal in den Happy Gardens. Was dem ersten Mario-Level entspricht. Sammeln hier ein paar Münzen. Die Münzen wiederum kann man dann gegen Equipment tauschen, wie Medipacks zum Beispiel. Oder Schilde. Mit der Pistol-Munition muss man gar nicht sparsam sein. Wie ihr seht, ist sie nicht besonders stark. Hier hat ihn einer versteckt. Ich spiele das Ganze mit dem Ketchup-Mod. Hast das ein bisschen mehr Blut spratzt. Diesmal kommt hier gar nicht der Kako. Ich habe es natürlich einmal angespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Ah, hier ist er. Die Shotgun hier ist eigentlich ganz witzig, auch vom Nachladesystem her. Mit der Sekundärschuss-Taste lädt man dann an nach. Welche Viecher sehr gefährlich sind und brutal viel Schaden machen, sind die hier. Die schießen nämlich sehr, sehr schnell. Die hier wiederum sind eigentlich kein so großes Problem. Aber es sind sie im normalen Spiel auch nicht, die kleinen süßen Pinkies. Bam. Hier sollte eigentlich nur irgendwo Pinky rumlungern. Tut er aber nicht. Komisch, komisch. Das wären eben die Doom Faces. Die sind halt ein bisschen versteckt manchmal. Beziehungsweise ein bisschen schwieriger zu ergattern. Was aber nur fair ist. Was cool ist an den Blumen, wie ihr hier seht, haben die eine gewisse Range. Heißt, die können uns hier auf die Distanz gar nichts. Was ich nicht ganz so traurig finde, weil die sind wirklich stark. Wenn ich die treffe, hast du echt ein Problem danach normalerweise. Den ersten Level traue ich mich an, ohne zu speichern durchzuspielen. Ups. Warum ich hier so einen kleinen Bogen um das Fenster macht, das ist ein klein bisschen ungünstig, weil dich das Ganze hier reinzieht dann direkt. Ah, na wunderbar, damit haben wir das Secret hier auch mitgenommen. Die Karten werden von Map zu Map größer, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, der hat einen Headshot überlebt. Und dann hat er noch ein bisschen Blut da lassen. So, jetzt holen wir uns die da drüben. Was Doom halt schon immer war, ist ein bisschen Taktiker. Und von dem her machen wir das halt ein wenig taktisch. Und holen erstmal die da drüben, bevor wir uns um den unseren hinter uns kümmern. Da machen wir den mal schnell kaputt. Da kann uns nämlich so eh nichts. Da kann man auch ruhig die sinnlose Munition hier verballern. Wie gesagt, kein Fan der Pistol. Das kommen auch noch coolere Waffen. Was man hier halt anders im normalen, also im normalen Doom macht, beziehungsweise er kann, ist springen, ducken. Sollte man sich auch definitiv die Keys dafür hinterlegen, weil ihr werdet es brauchen. Was wir hier am Doomsday auch machen, ihr könnt immer abstimmen, ob wir mit dem aktuellen Mod weiterspielen oder einen Next Mod, den ich euch vorschlage, als nächstes dann spielen. Sprich, ihr habt jede Woche die Chance zu entscheiden, was wir machen. Und das wird eben unser wöchentliches Sonntagsformat jetzt, weil ich einfach Doom liebe. Und warum sollt ihr nicht was machen, was ich auch wirklich gerne mache? Ich werde natürlich dann gucken, dass es möglichst abwechslungsreich bleibt. Ich habe einen Sonic Doom schon gesehen, wo du halt Sonic nachspielst. Ich habe selbst einen Donkey Kong gesehen. Donkey Kong Country 1, 1 zu 1 in der Doom Engine nachgebildet. Es gibt ein Resident Evil, was du in Doom spielen kannst. Es gibt so eine Art Slender,
was Ass der Wild ist. Und es gibt da eigentlich, verdammt, ganz, ganz viele coole Sachen, die man hier spielen kann. Papau! Du kommst nicht so weit, Papau, Papau! Au! Schwein! Theoretisch hätte man die Pflanze, die hier um die Ecke ist, jetzt gleich auch von drin nur erledigen können. Aber die hat eher keine große Range. Sorry, dass man die Maus hier manchmal ein bisschen verzieht. Ich habe hier ein bisschen improvisieren müssen, damit es funktioniert. Und jetzt gucken wir mal hier auf den Goldscheiß, den Kakodämon. Der ist immer gegen Ende des Levels, beziehungsweise in dem... der schießt ja zurück. Ende dieses Levels. Und der lässt halt für jedes Mal, wo man ihn trifft, zwei Münzen liegen. Oh, die kann man aber gar nicht so lange sammeln. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen bisher. Na gut, und das ist dann das Äquivalent zu... Was glaubt ihr? Sternen, richtig! Das ganze Doom-Dingen hier ist halt mega freundlich gestaltet. Sieht sehr, sehr cool aus. Und funktioniert halt im Endeffekt wie Mario 64. Das war übrigens der Item-Händler. Der fette etwas hier. Wir nehmen uns hier mal Rüstung mit. Man könnte ja ein portables Medikit kaufen, aber das brauchen wir dabei noch nicht. Ich liebe die Musik einfach. Einfach zu gut. Du kannst ja hier runterschießen. Was zur Hölle? So, jetzt freuen wir uns dann auch schon auf die nächste Kanone. Den Stern da unten holen wir uns ganz zum Schluss. In dem Level ist es jetzt so, dass es das Ziel ist, 8 rote Münzen zu sammeln. Und wir Mario gerade mit AK ausgerüstet haben. Oh, das finde ich aber gut, dass ihr zwei kämpft. Sehr gut. Und hier sind wir dann auch schon bei der ersten Jump'n'Run-Anlage. Erstmal die Blume hier kaputt machen, dass uns die in den Rücken schießt, werden wir hier jumpen. Das sparen wir hier eher zum ersten Mal. Man kann es, denke ich, ja ohne Springen notfalls machen, allerdings macht es das Ganze ein bisschen schwieriger. Nee, kann man nicht ohne Springen machen. Hätte man das auch geklärt. Also man braucht definitiv eine Jump-Taste. Sonst geht es hier nicht weiter. Und in dem Level ist es halt tatsächlich jetzt so, wenn wir die 8 Münzen haben, kriegen wir dafür unseren Stern. Oh fuck. Was hat mich denn hier getroffen? Vor allem im Sprung. Sauerei. Normal kann man die zwei Plattformen auch auf einmal nehmen. Ist zwar ein bisschen mutiger Sprung, aber klappt auf jeden Fall. Hier kann man Regenbogen kotzen, wenn man will. Fuck me. Ach, ihr da oben ballert schon runter. Normal wartet ihr doch ein bisschen auf mich. Okay, deswegen sind die anders gespawnt oben, was es für mich ein bisschen ungünstig ist. Ja, hier muss ich auch mal sparen, weil mit einer Rakete, das sind die Raketen vom Cyberdämon, ist man nämlich erledigt mit einem Direct Hit. Und mit runterfallen ist man natürlich auch erledigt. Nein! Ja, das ist ein bisschen Formular und Glück, ja. Ist egal, wir haben es überlebt, das ist das Wichtigste. Portables Medikit wäre super, aber sowas haben wir nicht. Weil ihr gesagt habt, sowas brauchen wir nicht. Ah, ich bin so doof. So, jetzt laden wir mal hier schnell die AK durch.
Auch diese werden wir gleich brauchen. Doof ist, dass die hier alle schon auf den Füßen sind. Weil normal hat man hier oben ein bisschen mehr Zeit, sich zu orientieren, beziehungsweise sich durchzumähen. So. Beim ersten Mal habe ich den Fehler gemacht, erstmal in die Richtung wegzulaufen und dann ballert die Blume auf dich und wirklich alles, was unterwegs ist. Was taktisch ein bisschen unklug war. So. Natürlich kommen die hier aus dem Regenbogen raus. Ihr kleinen süßen Kakodämons. Oh, geil. So. Hier ist die nächste rote Münze. 50% Health sind wir auch wieder angelangt. So, einmal hier rüber. Die Münzen schenken wir uns, die brauchen wir eh nicht zwingen. Was ich aber gerne mitnehme, ist einmal das da. Und all den hier unten, all den holen wir uns nachher. Beim Zurückgehen. Jetzt kommt nämlich ein ganz spaßiger Teil. Der ist nämlich eigentlich cool designt, aber gar nicht so einfach zu erledigen. Nein! Warum? Theoretisch könnte man hier auch umdrehen, aber ich weiß nicht, wie du das überleben willst. So, hier machen wir nochmal schnell einen Quick Save. Kann nie schaden. Nein! Genau deswegen. So, Gott sei Dank ist Doom so programmiert, dass man genauso schnell läuft wie Raketen. Eigentlich muss ich den sogar getrennt machen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Aber hier müssen wir wieder Quick saven, weil wir keinen Rocket Hit mehr aushalten. Jo, ich hab's befürchtet. Oh, das haben wir direkt drauf gesprungen. Das ist alles ein bisschen ungünstig, was wir hier gerade machen. Nein! Und sie zu verfehlen ist noch ungünstiger. Ob ich es glaubt oder nicht, beim ersten Mal das Ding hier schnell durchspielen, um zu gucken, dass ich mir heute nicht blamiere. Was ich inzwischen eh schon wieder geschafft habe, hat es aufs erste Mal geklappt. Unglaublich, oder? Ach, super. Jetzt haben wir den hier verpasst. Ja, ich weiß nicht, ob Nintendo ganz happy ist mit der Musik hier. Das Schöne ist, es ist mir aber eigentlich auch wurscht. So, einmal so. You collected 8 red coins. A golden soul has appeared. Tada! Und hier ist die goldene Seele. Gut, gut, damit haben wir jetzt 3. Ich würde sagen, wir holen uns als erstes mal. Ah, das wäre die dritte Level. Die Türen gehen sowieso nacheinander auf. Ein Medipack, um wieder volles Health zu haben. Und gehen wir in den dritten Level. Ab hier. Oh, cool. Kenne ich den nämlich auch nicht mehr. Ballert denn da von hinten noch? Okay, ich habe keinen Plan, in welche Richtung wir weg müssen. Aber wir fangen einfach mal an, hätte ich gesagt.
Okay, es gibt viele Münzen, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Mal Luft holen dazwischen. Nervst, schau auf mich zu schießen. Ich hab keine Ahnung, ob Doom da überhaupt ertrinken kann. I'm not sure of this. Man kann natürlich jeden Level auch nochmal reingehen dann. Man kann aus den Levels rausgehen und wieder reingehen. Oh, guck, sogar Krebse sind hier unterwegs. Sogar die original Mario Krebse. Ich finde es gut, dass er sich so viel Mühe gegeben hat, der das programmiert hat. Oder sie. Ich habe den Mod mal gesehen und dachte mir, ich möchte ihn gerne auch ausprobieren. Und warum den auf dem Kanal machen, wenn ich ihn sowieso spiele? Also es scheint nicht so, als könnte Doomguy ertrinken. Warum sollte er ertrinken können, ne? Er ist fucking Doomguy. Master of the Universe. Was bist du denn? Okay, den hier finde ich schon ein bisschen grusiger. Uah, was warst du denn? Das Ziel dieser Runde scheint auch wieder zu sein, 8 rote Münzen zu sammeln. Alter, streut das Ding. Bisschen knausig mit Munition sind sie mir bisher. Wenn mir irgendwann mal einer erklären kann, wie man hier quicksaved, also dass ich nur noch einen Button drücken muss. Ah, das sind Raketen. Ich dachte, das wären Stacheln, auf die ich nicht draufsteigen darf. So, das Doomface dieser Map haben wir schon. Ups. Ups. Health haben wir auch gefunden. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Da ist noch mehr Health. Hier ist Munition und nicht gerade wenig. Die nehmen wir natürlich auch. Vielen Dank mit. Irgendwas hat auf mich geschossen. Ah, da hinten die Pflanze ist das wieder. Das sieht mir auch noch im Secret aus. Ups. Ah, das sind. Ah, ich weiß schon, wo wir jetzt sind. I see, I see. Wir machen mal schnell die Pflanze da drüben kaputt. Die ist nämlich ein bisschen lästig. So, damit haben wir sie auch. Sehr schön. Ausgezeichnet. 700 Schuss kann das Ding fassen. Das ist so cool, die Musik ist so ein Kontrast zur ganzen Map. Eigentlich ist sie kein Kontrast, sondern eher zu den Gegnern. Das ist ein starker Kontrast. Heißt es, wir dürfen jetzt aufs Piratenschiff? Ich will aufs Piratenschiff. Hier ist noch ein Doomface. Arr, über die Planke, Matrose. Aber hier kommen wir noch nicht rein, aber mal schauen, ob wir den Ding hier drüben sammeln können. Wenn wir hier außen hochgehen. Ha! Ja, ich bin gar nicht so doof, wie ich auch schon manchmal. Wie meistens auch schon. Ich gebe es ja zu, ihr habt ja recht. Passt. Da hätten wir den Doomface hier auch. Dann fallen uns jetzt so 5 rote Münzen. Und die Inseln haben wir eigentlich alle schon abgegrast. Das heißt, der Rest muss unter Wasser sein irgendwo. Hier ist schon mal Akako-Demon und ein paar Imps. Und das sieht mal stark nach einem Raketenwerfer aus. Okay, jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Pirat.
Oh, Dunga kann doch ertrinken. Wir haben nämlich gerade Schaden genommen unter Wasser. Ah nein, die Krebse machen mir Schaden. Da guck an. Diese kleinen dreckigen Krebse. Kanonenrohr frei! Feuer! Oh, schade, ich hätte wenigstens mit der coolen Nachladeanimation gerechnet. Eine, die so gefühlte Stunde dauert. Mindestens eine Stunde dauert. Wo er dann so das Pulver nachgießt und in aller Ruhe mal nachlädt. Nicht vergessen, unter Wasser sind wir viel langsamer. Aber nicht langsam, langsam. Ja, genau. Und trotzdem habe ich einen ins Gesicht gekriegt, weil ich mich noch erinnert daran habe, dass ich zu langsam bin. Hallo. So. Oh doch, Dunga ertrinkt. Nein, Dunga ertrinkt, 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 ertrinkt. Ich habe Kacke gemacht. Hör auf, Dunga. Nein! Ich habe ihn ersäuft. Oh, bin ich doof. Ja, schnell hier alle Münzen mitnehmen. Oh, hier ist er mal auf der Planke. Arrr. Über die Planke, leicht Matrose. Schau, die rote Münze haben wir vorher vergessen. Tschüss, warte mal, Drohde. So, haben wir hier rüber. Alter, was ist denn jetzt los? Aha. Ich schaffe es nicht mehr. Irgendwas schießt schon wieder auf mich. Sehr unsympathisch. Müssen wir noch unter das Boot, das ist glaube ich von der Seite ausgegangen. Ja. Blut. Ah, das beendet da die Frage, ob Dunga ertrinken kann. Yes, he does. Na, komm her, du kleiner dreckiger Krebs, du. Kann affig bloß so lästig sein. Aber die Krebse sind noch ein bisschen overpowered, hätte ich gesagt. Aber die machen erstens ziemlich viel Schaden. Und zweitens sind sie lästig. Und verdammt schnell, das kommt nur dazu. Mal auftauen, damit mir der Hund hier nicht wieder ersäuft. Auftaucher. Na, ich möchte mich nämlich hier auch ganz gerne ein bisschen umschauen. Und die Zeit habe ich sonst nicht. Ich brauche eine Sauerstoffmaske. Na, jetzt raus hier. Okay, scheint so, als gäbe es nicht nur ein Doomface in jedem Level, sondern einige. Was es nicht einfacher macht. Ja. Ja. Jetzt haben wir 6 von 8 roten Münzen. Jetzt müssen wir uns den Rest noch holen. Und
irgendwo einen Raketen? Habe ich den? Doch, habe ich schon. Jetzt dachte ich schon, ich habe den Raketenwerfer mit dem vergessen. Aha, den letzten schaffen wir. So. Wie denn hier in der Mitte? Eine rote Münze. So, dann haben wir 7 vor 8. Eine fehlt uns noch. Ideen, Vorschläge, wo könnte sich noch eine rote Münze verstecken? Ein Großteil der Map haben wir inzwischen auch schon abgegrast. Das massive Loch da vorne, sieht man so aus, als könnte sich da eine rote Münze befinden. Oh, holy fucking cow, was geht hier denn ab? Ah, wie viele von euch gibt's denn hier? Dann nehmen wir die sinnlose Pistole mal ein bisschen her. Ich soll zeigen, dass meine Shotgun Moon fast leer ist. Ihr Clan schwulen Krebse. Die macht viel zu viel Schaden. Oh, wo müssen wir denn hin? Einfach ganz nach unten. Oh, wir haben alle 8. System habe ich noch keins erkannt, nach was dem hier schießen. Wir verpissen uns hier einfach. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir machen können. Gucken mal. Also ich, wenn ein Stern wäre, würde mich auf dem Boot verstecken, denke ich. Jetzt hoffe ich, dass ich hier noch irgendwo Medipack liegen habe lassen. Jo. Shotgun-Armor. Ist noch mehr Shotgun-Armor. Wunderbar, damit ist das Ding auch wieder voll. Medipack, 2 Medipacks. 67 Health reicht erstmal. Ich bin der Captain der Piraten. Ah. Und damit haben wir es dann schon. Squassetto Beach. Coole Map. Der finde ich cool. Das sieht mir noch ein Bosskampf aus. Dann nehmen wir jetzt mal ein portables Medikit mit. Und ein echtes. Was kostet das hier? 80 Coins. Ja, nehmen wir noch 2 mit. Zwar kein Plan, wie man die einsetzt, aber ist auch nicht so schlimm. So, das wäre der erste Bowser-Level. Da stoppen wir allerdings jetzt. Ich sag vielen Dank fürs Gucken. Und ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Domi.